So, da sind wir wieder. Wieder auf dem schönen Pfad der Tugend. Natürlich hat das Spiel zuletzt in Ark gespeichert, sodass wir nochmal hier hinreisen mussten. So schön die Mod auch ist, so instabil ist sie leider auch. Also, das ist das einzige Manko an diesem Spiel. Und ich hätte es gerne auch, dass man, wenn man... Na, sind wir noch immer auf dem richtigen Weg? Nein, sind wir natürlich nicht. Wir müssen... Oh. Oh shit. Na super. Feuersalze. Ja. Das wird schwierig, hier hochzukommen, würde ich sagen. Okay. Das ging echt gut. Frostsalze. Ich habe... Ich glaube, ich bräuchte mal etwas mächtigere Zauber. Denn die bringen nicht mehr viel. Oder es müsste so komische... Oh shit. Ja. Aua. Ja. Aua. Hey. Stopp. Wow, das ist nicht so geil. Na, wo sind meine... Da. Hey! Ach nein! Jetzt muss ich meinen letzten... Hallo?
So. Magie. Krustenbrot. Lass mich doch mal wieder... Das war das Problem. Ich bin auf... Caps Lock gekommen. Edle Wildmagierrode. Feinlederhandschuhe. Oh. Nehmen wir mal mit. Der ist leer. Der ist auch leer. Da steht nur ein Wolf. Okay. Boah, ich immer wieder. Immer denke ich nicht dran. So, erstmal speichern. Und dann würde ich sagen auch, ich muss jetzt aufhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und herzlich willkommen zurück. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis ich wieder spielen konnte, aber... Es hat sich gelohnt. Eine edle Wildmagierrobe. Es ist schon ein cooles Stückchen. Das wollte ich jetzt zwar nicht nehmen, aber egal. Ja. Genesungstrank. Flammenbiss. Und Einzelteile. Einzelteile habe ich, glaube ich, so viele Einzelteile brauche ich nicht mehr. Die Frage ist, hat sich das gelohnt, dieses Camp hier anzugreifen? Clown der Gefallenen. Allgemeiner Seelenstein. Großer Seelenstein. Das ist cool. Festigen Falschen. Wenn ich mir da so ein Set zusammenbasteln könnte. Was kann ich da machen? Ein Handkampf. Nee, macht keinen Sinn. Aber das Erhabenengewand macht vielleicht Sinn, wenn man das zerstört und da ein bisschen mehr Zeug drauf haut. Ja. Später vielleicht. So. Haben wir hier irgendwas drin? Nee. Außer Wurst. Was? In der Zwiebelkette sind keine Zwiebeln mehr drin? Ah. Dann brauche ich Odins Schlüssel. Die Selle. Au. Goschen. Ja, gut. Nee. Magie. Wo bist du, mein Feuerelementar? Ich hätte gerne einen dickeren Feuerelementar. Das wäre schon schön. So. Müssen irgendwo da hoch. Bin ich etwa falsch gelatscht? Nein! Ver...
Ich fürchte, wir müssen außen rumlatschen. Hier geht's nicht hoch. Oder? Okay. Autsch. Autsch. Also ab hier übernimmt das Älter-Ich. Ich bin zwar weitergelaufen, aber ich habe jetzt anderthalb Stunden sozusagen nichts gemacht. Ich muss jetzt, wie man sieht, zu der einen Sache. Die ist aber hinten und man muss ganz außen rumlaufen. Man kann nicht über die Klippe laufen. Aber ich denke, das ist auf der Klippe. Deshalb laufe ich da jetzt hoch. Und bin dann da hochgelaufen. Ich habe zwischendurch die Sky UI verstanden, dass man auf Q seine Favoriten direkt in der Schnellleiste haben kann. Das fand ich ziemlich cool. Hat mich ziemlich gefreut. Unten gibt es noch irgendwas mit 1 und 2, das weiß ich aber noch nicht. Ich habe auch diesmal das erste Mal ein Mammut getötet. Das erste Mal, dass ich ein Mammut getötet habe, glaube ich. Ich bin natürlich ein paar Level aufgestiegen in der Zeit. Und bin sehr oft gestorben. Ich bin sehr, sehr oft gestorben. Ich glaube, ich habe irgendwann habe ich das Ganze halt so gemacht, dass ich... ja genau, hier oben sind wir auf der Klippe und da unten ist halt genau... Da geht's runter und da unten ist das Ding, was wir brauchen. Nee, ich bin sehr oft geschoben. Ich habe irgendwann das so gemacht, dass ich nach jedem Kampf sozusagen oder allen zwei Kämpfen so einmal speichere. Und ich habe da irgendwie 60 oder 70 Spielstände gebraucht. Und zwar genau wegen den Typen. Genau diese Typen. Die habe ich schon im originalen Skyrim gehasst. Aber hier sind sie noch schlimmer. So, hier ist dieses Sternschiff. Da muss man erstmal drauf kommen, wenn man da hochgehen möchte, dass man da nicht hoch kann, sondern über die Teile nach oben laufen muss. Da stand ich auch erstmal 10 Minuten vor, habe mich gefragt, was das war oder so. Und ja, dann kommt man halt nach oben, indem man halt über die Sachen läuft. Was ziemlich einfach ist. So, genau, in diesem ganzen Teil wimmelte es von diesen scheiß Viechern. Von den Sternlingswächtern und den Sternlingsspinnen. Ich habe irgendwann eine Möglichkeit gefunden, so ein bisschen was zu schaffen. Das Schöne ist auch, dass gleichzeitig dort Türen war, die man nicht öffnen konnte. Aber ich bin halt durchgegangen, habe irgendwann halt es geschafft, so halbwegs da durchzukommen, ohne großartig zu sterben. Ich habe sogar hier einen Centurio gekillt aufgrund von KI-Aussetzern. Aber das ist nicht wirklich das, was ich machen wollte. Das war auf jeden Fall einfach zu schwer. Allein diese Spinnen und wenn dazu die Centurios kommen, ich bin so schnell tot, ich bin zu stark auf Mana gegangen, habe ich auch dann festgestellt, ich sollte etwas mehr in Richtung Leben gehen und ich habe eine mangelnde Ausrüstung gehabt und hier bin ich dann einmal komplett durchgelaufen und habe geguckt, wie weit es noch geht, ob ich da irgendwas finde, ich habe nichts gefunden, ich hatte nicht die Zeit, mich umzusehen. Ich bin einfach nur gestorben. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, diese Mission abzubrechen. Und nach etwa anderthalb Stunden in diesem Schiff allein
von ihr jetzt so vielleicht 2 Minuten gesehen hat oder sowas, habe ich dann gesagt, ich spreche das Ganze ab und mach das später mal, wenn ich das richtig schaffe. Und das wollte ich euch halt jetzt nicht komplett zeigen, deshalb mache ich das in so kleiner Zusammenfassung. Also, wir sehen uns dann zur nächsten richtigen Folge. Haut rein.